wann er nach Hause kommt und wie die Umgangskontakte weiter geregelt werden. Und das ist sehr wichtig. Jessica hat zwei Söhne. Beide sind in einer Pflegefamilie untergebracht. Den Älteren gab sie freiwillig ab, den Jüngeren hat das Jugendamt in Obhut genommen. Und auch nur ihn will Jessica zurück. Wird das Gericht dem stattgeben? Ich muss mich gleich richtig zusammenreißen. Warum muss ich zusammenreißen? Ja, man sollte ja im Gericht nicht ausrasten, ne? Ich muss mich da echt zusammenreißen, weil ich habe ja nicht so ein gutes Verhältnis zur Pflegemutter. Und ich möchte natürlich auch nicht, dass die Verhandlungen schief gehen. Also werde ich mich natürlich zusammenreißen. Zurzeit darf Jessica den Dreijährigen eine Stunde pro Monat sehen. Sie muss sich halt auch irgendwo von der besten Seite zeigen. Also es geht heute um alles. Bleibt die Frage, ob Jessicas beste Seite gut genug ist. Habt ihr euch Gedanken gemacht, was ihr heute anzieht, so mit gutem Eindruck hinterlassen und so? Also Gedanken haben wir uns schon gemacht, dass man wenigstens, man soll zwar das anziehen, was man im Alltag auch trägt, aber es soll halt auch vernünftig aussehen. Und danach haben wir halt unsere Klamotten ausgewählt, weil ich laufe ja auch so privat rum. Geld für neue Klamotten haben die beiden Arbeitslosen ohnehin nicht. Denn ein Großteil ihres Hartz-IV-Satzes geht fürs Rauchen drauf. Also das sind jetzt die letzten Zigaretten. Da wir ja leider kein Geld mehr haben, war aber ein sehr guter Freund von uns so freundlich und hat uns Tabak besorgt, damit wir was zu rauchen haben. Um die Haushaltskasse aufzubessern, haben sie zuletzt sogar ihren Fernseher zum Pfandleiher bringen wollen. Ohne Erfolg. Also die haben das jetzt nicht genommen, weil die brauchen für beide Geräte die Rechnung. Wie viel habt ihr noch für den Monat? 4 Cent. Und heute ist der 22. Ja. Und die beiden brauchen derzeit noch mehr Geld als sonst. Vanessa wurde zu einer Geldstrafe wegen Betrugs verurteilt. Die Geldprobleme reißen einfach nicht ab. Ich habe jetzt auch meinen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft. Mit dem, sage ich mal, Stundungsbescheid, wo ich monatlich jetzt auch meine Zahlung tätigen muss. Eine Geldstrafe von 300 Euro. Weil Vanessa nur in Raten zahlen kann, wurden daraus mit Gebühren 400 Euro. Doch sonst hätte die Hartz-IV-Empfängerin die Summe nicht aufbringen können. Das muss ich jetzt halt wahrnehmen und darf dort auch nicht in Vollzug kommen. Und die haben mir halt gesagt, wenn ich einmal nicht bezahle, muss ich das alles komplett zahlen. Ich verstehe, dass Vanessa sich einen Kopf macht. Und klar mache ich mir auch einen Kopf mit darum. Aber die Verhandlung hat jetzt für mich gerade einfach Priorität. Wenn jetzt beim Gericht heute Thema ist, wie ihr finanziell dasteht, was würdet ihr sagen? Also ich glaube, da würden wir sagen, ganz gut. Ja, einfach um halt bessere Chancen zu haben für den Kleinen. Da wäre ja gelogen. Ja, jetzt im Moment wäre das gelogen, ja. Aber wenn man mal Hand aufs Herz, eigentlich ist es immer gelogen. Also seitdem wir uns kennen, habt ihr Geldprobleme. Ja, im Moment schon, weil wir das irgendwie nicht so geregelt kriegen, wie wir mit dem Geld umgehen. Die Bedarfsgemeinschaft lebt von 685 Euro Hartz IV im Monat. Trotzdem unterschätzen sie, was ein Kind finanziell bedeuten würde. Mit Kind stehen wir im Grunde genommen besser da, weil wir dann auch mehr finanziell zur Verfügung haben. Weil wir dann auch mehr Geld haben. Wir bekommen ja auch dann für ihn was. Also wir würden ungefähr 204 Euro Kindergeld kriegen. Plus das, was wir ja noch vom Jobcenter kriegen für ihn. Plus ja, Unterhaltsvorschuss, der ja auch noch kommt. Fakt ist, Vanessa und Jessica sind jeden Monat chronisch pleite. Ob die zusätzlichen Einnahmen durch das Kind daran etwas ändern, ist mehr als fraglich. Also wenn der Richter gleich anfängt mit den Finanzen, werde ich natürlich jetzt nicht die Finanzen offenlegen. Ne? Ich krieg das schon hin. Und wir haben ja auch noch den Anwalt da. Ja, zumal die Finanzen wären sonst für das Jugendamt ein Dorn im Auge. Wir stehen sowieso beim Jugendamt, sage ich mal, doof da. Und in dem Fall finde ich es angemessen zu lügen. In dem Fall werde ich es einfach machen, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance, den Jungen nach Hause zu holen.
Und diesmal lasse ich das Jugendamt nicht gewinnen. Nein. Seit Jahren liegen die mir Steine in den Weg. Und jetzt bin ich mal am Zug. Jetzt werde ich mal gewinnen. Die Entscheidung trifft letztendlich das Gericht. Und das wird in erster Linie auf das Wohl des Kindes schauen. Bremen. Das Motto der Bremer Stadtmusikanten war es, dem Schicksal die Stirn zu bieten. Genau das versuchen auch Marion und ihr Mann Dennis. Durch Marions schwere Wirbelsäulenerkrankung leben sie am Existenzminimum. Doch sie versuchen alles, um ihre Situation zu verbessern. Wir werden heute noch losgehen und gucken, ob wir was beim Schwermüll finden. Aber im Moment warte ich noch auf meine Tochter. Eine Aktion, die anderen Kindern vermutlich peinlich wäre. Doch für die 19-jährige Zoe ist es selbstverständlich, ihren Eltern zu helfen. Also, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, war es oft so, dass Papa nach der Arbeit, wenn irgendwie Sperrmüll irgendwo war, dass er dann später nach Hause gekommen ist mit irgendwie einem großen Brett oder einem Henkel, was weiß ich was. Ja, zwischendurch merkt man das schon, dass Mama und Papa so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten haben. Hallo. Hallo. Ich bin nicht zu spät, der Bus war zu spät. Zoe ist vor kurzem ausgezogen, hat aber nach wie vor ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Stiefvater und ihrer Mutter. Was suchen wir überhaupt? Möbelgriff wäre das Beste jetzt. Warum? Weil der kaputt ist. Einer ist gebrochen. Welcher? In der Essecke. Und vielleicht wäre noch was anderes Schönes. Ein Schritt, der viele Überwindung kosten würde. Auch Zoe. Also ich selbst könnte das wahrscheinlich nicht machen, so beim Sperrmüll immer nachzugucken, ob da irgendwas ist, was ich für meine Wohnung brauchen könnte, beziehungsweise meine Wohnung einzurichten. Ich hoffe, dass ich das nicht muss. Also, dass ich das niemals machen muss. Weil ich weiß, dass es für Mama und Papa einfach ätzend ist, das tun zu müssen. Finde ich nicht. Findest du nicht? Mach ich einen Hehl draus. Echt nicht? Nein. Weil wenn da wirklich was mit ist, dann macht Dennis das wieder fertig. Der bereitet das dann wieder auf. Wie mit den anderen Sachen zu Hause auch. Okay. Und ja, das, was man an Geld sparen kann, wenn man sich die Sachen alle nicht kaufen muss, das hast du ja selber auch schon mitbekommen bei uns. Ja. Statt im Möbelhaus zu shoppen, klappert die Familie die Nachbarschaft ab. Ob ihre Suche heute Erfolg hat? Guck mal, da vorne steht was. Da können wir mal gucken, ob wir da was Passendes finden. Guck mal, hier ist sogar ein Möbelgriff dran. Ja. Aber das ist halt ein ganz anderer. Den können wir trotzdem mitnehmen, auch wenn ich befürchte, dass der ein bisschen zu breit ist. Okay. Für das, was wir benötigen. Machen wir das trotzdem. Versuchen wir klug. Beinahe ihre gesamte Wohnungseinrichtung besteht aus Gegenständen, die andere nicht mehr haben möchten. Was kaputt ist, repariert Dennis. Da kommen schon richtig ein paar Euro zusammen. Alleine wenn ich bedenke, dieses Wandboard, was wir in der Essecke zu hängen haben, und der Spiegelschrank im Badezimmer, ja, das kostet ja, auch, genau, das kostet ja richtig Geld. Und den habe ich auch vom Sperrmüll geholt. So, jetzt habe ich einen. Dann halte ich mal hier dran fest und ich muss mal hier gucken, ob hier was noch dazu ist, Brauchbares. Weil diese Oberschränke, die haben Licht. Was für viele nur noch Müll ist, scheint bei dem 43-Jährigen den Bastlergeist zu wecken. Die Leute, die so was wegschmeißen, die sind sich einfach zu bequem oder die haben ja, keine Lust dazu, jetzt da das irgendwo reinzusetzen. Und das Einfachste ist, man stellt es auf die Straße. Kann ich nicht verstehen. Also ich würde sowas nicht auf die Straße stellen. Vielleicht haben die Leute zu viel Geld, keine Ahnung. Aber wir haben es nicht und sparen dadurch halt auch eine Menge. Durch ihre Armut musste die Familie erfinderisch werden. Bleibt zu hoffen, dass irgendwann wieder bessere Zeiten kommen. Zurück in Duisburg. In einer der ärmsten Städte Deutschlands liegt die Arbeitslosenquote bei über 10%. 3 Monate nach unserem letzten Besuch schauen wir erneut bei Hartz-IV-Empfänger Chris vorbei. Denn es gibt Neuigkeiten. Ja, ich bin mal wieder umgezogen. Ich sag mal so, die andere Wohnung war ja ein bisschen klein gewesen und konnte mich da nicht so wohlfühlen. Und jetzt habe ich mir was Größeres gesucht, habe auch schnell was gefunden und läuft auf jeden Fall. Wer zahlt jetzt für die Wohnung? Also für die Wohnung zahlt jetzt das Amt. Ja, ist gut, muss ich nicht selber bezahlen. Passt. Selbst Miete zahlen musste Chris eigentlich nie. Hier lebt er jetzt alleine auf 40 Quadratmetern. Seitdem ich aus dem Gefängnis raus bin, ist das die dritte Wohnung. Meine dritte eigene Wohnung in 2 Jahren.
Frisch aus dem Knast bezog Chris seine erste Wohnung im Duisburger Problembezirk Marxloh. Die genügte seinen Ansprüchen allerdings nicht. Also für mich ist das hier menschenunwürdig. Man sieht kaputt. Man sieht hier Löcher in den Wänden hier mit Bauschaum. Katastrophenzustand, sage ich einfach nur hier drin. Denkst du, mit einem Job hättest du eine bessere Chance auf eine bessere Wohnung? Für mich lohnt sich Arbeit nicht. Ich bleib Hartz-IV-Empfänger, da bleibt das gleiche Geld über, was rauskommt. Mach hier ein bisschen was und dann habe ich eine gleiche Wohnung. Auch die Erstausstattung zahlte das Amt. Die Möbel wurden sogar geliefert, ohne dass der arbeitsscheue Ex-Knacki auch nur einen Finger rührte. Ach, so muss das sein. Ich sitze, da habe ich gearbeitet. Doch schon kurz darauf wechselte Chris die Wohnung und die Einrichtung gleich mit. Also die Möbel, die ich damals vom Jobcenter bekommen habe, habe ich weggeschmissen eigentlich. Ich habe die eigentlich weggeschmissen, die Möbel. Aber es waren halt nicht gerade die besten Möbel und ich wollte eine neue Wohnung, dann halt auch neue Möbel, alles. Die Möbel hat er diesmal alle mitgenommen, denn neben mehr Quadratmetern steht Chris hier auch ein Raum mehr zur Verfügung. Das hier ist auf jeden Fall das Schlafzimmer. Wie man sieht, kommen wir hier in den Flur hinein. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich wohne jetzt hier ungefähr 4 Wochen. Das wäre dann die Küche. Wie man sieht, ist ja schon viel größer, die Wohnung auf jeden Fall. Also ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben hier. Kommt gut an bei den Frauen. Und ja, sobald ich eine neue Wohnung habe, habe ich auch ein neues Mädchen. Habe ja wieder eine neue Freundin, sage ich mal. Ist auch wieder eine andere Liga. Die ist nicht so wie ich. Sie geht halt arbeiten, ist vernünftig, nimmt keine Drogen, raucht keine Zigaretten, gar nichts. Und ich bin ja das Gegenteil, ne? Geh nicht arbeiten, rumschmarotzen, kiffen, ja. Und das funktioniert? Also sie sagt selber, das zieht irgendwie an sowas, so diese Unterschiede. Ja, mal gucken, ob es klappt, ne? Ja, hier ist dann das Wohnzimmer. Wer ist das? Das ist mein Kollege Justin. Ja, was steht heute noch an? Ich will hier, die Holzdinger abreißen, weil hier ist auch angerissen. Weil hier in der Wohnung war früher ja, wurde da hier viel mit Drogen gemacht. Also war eine Drogenwohnung, hier wurde illegal angebaut halt. Und hier war auch eine Polizeirazzia gewesen. Und ich wollte halt gucken, ob da noch was hinter ist, weil das ja da auch aufgebrochen ist. Ja, und da kann ich die Balken dann auch verwenden für die Decke, da ja welche fehlen oben.